Fall Guys, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es geht mit der vor wenigen Stunden begonnenen Session direkt weiter. Ich habe in selbiger sehr viel erklärt, deswegen will ich das hier nicht schon wieder tun. Wer es genau wissen möchte, einfach die letzte Runde anschauen. Ansonsten schicke ich euch jetzt direkt in die 134. Solo-Runde. Chronologisch ist es die 189. Episode, das 189. Turnier und wünsche dazu wie immer viel Chaos und viel Spaß. So, weiter geht es. Totale Schieflage. Ich hatte jetzt gerade zwei Matches, die habe ich jetzt nicht gezeigt, aber ich zeige echt nur noch die Finalteilnahmen. Ich bin da teilweise weit gewesen, Runde 4 und alles, aber ich kann echt nicht mehr alles zeigen. Aber apropos Finale, wenn ich dann diese Finalquest noch beende, bekomme ich die größte Wochenquest freigeschaltet von all denen, die ich gemacht habe. Also zum Vergleich, die vorhin hatte 1000 Punkte, mal 3. Die letzte hat 1400 mal 3. Das sind nochmal 40% mehr, als ich da eben bekommen habe. Also das ist einfach unglaublich. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn das klappen könnte. Und ich habe echt so viel erreicht, seit ich jetzt wieder angemacht habe. So viel Level und Achievement, 5 Wins, also meine ich, und das Event noch mitgenommen, Mann. Mann. Trio oder was das war, Win. Also Gruppen-Win oder wie man das sagt. Trupp-Win. Ja, cool. Ich finde den Don irgendwie süß. Don Willow ist das. Whitey. A.K.A. Whitey. Ich mach das gerade gar nicht so schlecht. Kann man das sagen? Lal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 
Das sind dann, wären im schlimmsten Fall 6 Matches für ein Level. Also wo der da mit den Zahlen herkommt, 10 oder was der sagt, das habe ich nicht verstanden. Egal. Okay, kann man machen. Muss nicht sein, aber okay. Mein Rumble rumbelt. Ich krieg hier den. Ich fühle mich wie ein Formel 1-Fahrer gerade. Da geht's ja auch so zu. Irgendwie habe ich das. Hä? Das ist doch neu. Das kennt das gar nicht. Ich will mich aber schon qualifizieren, wenn es geht. Komm, hau mich zum Löffel. Ich will nämlich von dir katapultiert werden. Kerdepunkt. Und schöne enge Kiste da. Ja, das habe ich gewusst, dass es jetzt kommt. Danke fürs Blocken. Seht ihr, wie knapp das ist? Weil da so viel wuselt. Das Geile ist halt, man kann echt. Wie soll ich sagen, versagen. Komplett. Und man kriegt immer EP. Man kriegt immer ein bisschen was. Das ist halt immer cool. Ich erinnere mich auch an Spiele wie zum Beispiel, was weiß ich, was war das? Von mir aus Fortnite vor 2-3 Jahren oder wann das war, wo du nur mit Sternen leveln konntest. Ah, so gesehen, also. Da war dann, wenn die Quests weg waren, warum? Da konntest du dann 20 Matches machen und bist nicht vorangekommen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, das finde ich hier schon ganz okay. Und 600 ist echt nicht viel. Es gibt auch andere Pässe, wo dann, das wird dann immer mehr. Also, dann sind es 650, dann 700, 850, 900 und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind halt immer diese 600 oder 620 oder was es ist. Ja. Ach nö, hör doch auf. Gib mir doch mal irgendwas, was ich nicht schon 1000 Mal gemacht habe. Ich glaube, ich habe einmal Fußball gespielt. Und glaube, 2-mal Basketball. Mein Gott, ich verstehe es nicht. Teamspiele sind echt. Naja, okay. Ich hab mal das Angewinn gegrabt. Das war nicht schlecht, der Anfang. Aber das bringt halt auch nichts, wenn es nicht weiter gut läuft. Ich sehe halt so gut wie nichts gerade. Ja, gut, stehen bleiben ist jetzt halt natürlich. War jetzt ein bisschen übereilt, fertig. Egal. Ja, ich kann mich aber auch nicht so richtig auf mein Spiel konzentrieren, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss den anderen zuvorkommen oder die rempeln mich oder. Egal. Es kommt da nicht drauf an, dass ich da Erster oder Zweiter werde. Da reicht es einfach nur qualifizieren, weil da sowieso alles ausschaltet. Ja, so wie der jetzt. Der hat es zwar überlebt, glaube ich, aber trotzdem. Was hat er denn für ein Problem? Es gibt da Leute, die blocken hier, aber lassen wir das. Da laufe ich jetzt ganz rechts. Da kann eigentlich dann nicht viel passieren. Und dann werde ich oben wieder bei den Bouncies mit dem Slimy ausscheiden. Das weiß ich jetzt schon. Eigentlich bin ich ja ganz gut in sowas, so Tomb Raider-mäßig und so, oder keine Ahnung was. AC oder so, aber diese Slimies da oben macht mich fertig. Eigentlich mal Augen zu, oder? Jetzt habe ich gerade gedacht, das laufe einfach mal vorwärts. Komm, lass mich da so ein bisschen. Geh zu und dann kann ich durchlaufen. Oh Gott, du wirst doch jetzt gleich bestimmt aufgehen. Du gehst doch gleich auf, du Digga da, oder? Mama. Gibt es überhaupt eine Qualifizierungs-, also Minimum und Maximum? Nö, oder? Einfach der, was es schafft, oder? Ritzy to Ditzy 3027. Den Namen muss aber auch mit Gewalt zusammenstoßen. Wenn der jetzt runterfällt, hast du dann. Naja, gut. Die. Wie jetzt? Hä? Alles klar. Ja, danke, das hast du gut gemacht. Könntest du bitte auch reingehen? Achso, ist immer noch der oder was? Du schaffst das! Ja, du bist lustig, aber gehst bitte trotzdem noch rein. Ah. Eigentlich schade, dass er nicht ausgeschieden ist. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es schaffe. Also muss ich da extra IT kriegen. Tja, ja. Ich hätte ja das aus dem Event anziehen können, aber das war ja wieder mal gar nichts. Was ist was? Finale wäre ganz cool. Der Virabel. Das habe ich, was on- oder offscreen, schon mal gespielt. Einmal, aber ich glaube, es war offscreen. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall ist es auch ein neues Spiel. Man muss da einfach nur im Kreis laufen. Klingt einfacher, als es ist, weil es gibt halt, wie man sehen kann, Ventilatoren. Das ist ein ja, wie soll man es nennen? Ein Fließband? Das heißt, mit Stehenbleiben ist da nichts. Und da geht's ums Ausscheiden. Also, wenn man dumm läuft, muss man 40 Runden laufen.
Da ist es auch endlich wichtiger, dass man gar nicht großartig. Also man braucht ja nicht raisen. Seht ihr? Da sind schon die ersten weg. Warum? Weil sie raisen. Ich race ja nicht. Das ist. Ich kann nicht hier stehen bleiben. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie Erster werde oder sowas. Okay. Aber dafür da runtergepustet werde. Und wieder einmal, wie bei diesen Ventilatoren eigentlich immer, die Frage, was hätte ich jetzt machen können? Ich konnte mich nicht wehren. Egal. So hat es ungefähr beim ersten Mal nach Hause gesehen. Wurscht. Mir ist es ganz egal. Ich weiß nur, dass ich ja, wieder ein bisschen gegrindet habe. Und das mit dem Schleimkraxler fand ich cool. Ah nein, wegen einem Punkt. Das wäre 70 gewesen. Das wäre noch ein cooler Abschluss gewesen.